Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute werden wir die letzte Horizon Story beginnen, nämlich die Testfahrt-Story des Horizon Baja Festivals. Und ja, dafür habe ich ja gesagt, werden wir uns einen neuen Offroader aufbauen. Auch wenn wir ihn streng genommen nicht brauchen, aber einfach nur fürs Feeling. Ist das ja eine feine Sache. Und ich glaube, so ein Baja Buggy ist doch eigentlich das perfekte Aggregat dafür, oder? Also besser geht ja nicht. Ich meine, es hat ja Baja im Namen, ne? Das ist ja prädestiniert dafür. So, aber ein bisschen aufbauen werden wir ihn, damit wir auch relativ schnell dahin kommen, wo wir hinwollen. Wie klingst du? Ja, nicht schlecht. Da geht auch ein Flat 4 Turbo rein, ein Flat 4 Turbo Rally und ein 4 Liter Boxer, der GT3 RS 91.1 Motor dementsprechend. Ja, ich glaube, der Serienmotor reicht ihm. Ich glaube, was er braucht, ist ein Turbo. Ja, also, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ja, wir können... natürlich können wir Foilsticks auf den Baja Buggy. Natürlich, ja, klar. Was auch sonst. Ja, Geländerennreifen. Eieiei. So, 265er vorne und hinten. Das braucht der Wagen definitiv. Mal kurz ein bisschen hochdrehen, einfach aus Prinzip. Und ja, wir werden ihn ja sowieso nur verwenden, um schnell von A nach B zu kommen, wie gesagt. Deswegen werden wir jetzt nicht so dramatisch viel einbauen. Einfach nur, dass wir eben geschmeidig überall dorthin kommen, wo wir sein wollen. Das heißt, noch eine nette Auspuffanlage, Nockenwelle, Turbos, würde ich sagen. Ja, 167 PS, ein bisschen mehr Hubraum noch. Ich würde sagen, so 200 PS möchte ich schon gerne haben. Auf knapp eine Tonne sollte das erreichen. Ja, 208 PS. Dann noch die Schwungscheibe mit rein. Und dann werden wir den Baja Käfer mal verwenden. Wie gesagt, einfach nur, um zwischen den Missionen hin und her zu fahren. Du bist früh dran. Aber die nächste Horizon Arcade-Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß. Danke, Anna. Ich hatte nicht vor, an einer Horizon Arcade-Veranstaltung teilzunehmen. Ich wollte hieran teilnehmen. Hey, die Universität veröffentlicht Wetterdaten über die Wüste. Die besten Messwerte würden wir wohl aus der Baja bekommen. Ich hoffe wirklich, wir kriegen einen Sandsturm zu sehen. Ich auch. Los geht's. Ja, ich will mal einen Sandsturm sehen, der sich entwickelt in der Open World, aber dafür sind wir halt in der falschen Jahreszeit. Wir sind gerade noch in der Regenzeit. Und, naja. Die Regenjahreszeit ist jetzt soweit, ich weiß, und da könnt ihr mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir dazu mindestens 20% sicher und glaube, dass ich da recht habe, wenn ich sage, dass die Regenzeit nicht unbedingt für ihre Sandstürme bekannt ist. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, es ist nur so eine Vermutung, die ich habe. Aber eine Vermutung, die auf Daten basiert. Nämlich auf den Daten, dass ein Sandsturm nach meinem Wissensstand kein Regen ist. Ich bin eh sehr gespannt, wie man die unterschiedlichen Jahreszeiten spüren wird. Wenn das Video rauskommt, dürfte der Jahreszeitenwechsel bereits stattgefunden haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin ja ein Päschen am Vorproduzieren. Aber ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das Ganze schön aussehen wird. Hoffe ich zumindest mal. Ab der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich auch in der nächsten Jahreszeit sein. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, welche die nächste Jahreszeit sein wird. Aber da wir uns ja aktuell noch in einem Zyklus befinden, in dem ich einige Folgen raushaue, weil mir das Spiel einfach auch wahnsinnig Spaß macht, bin ich halt auch ein bisschen am Vorproduzieren, damit ich das Ganze auch recht bequem machen kann. Und wie gesagt, das Spiel macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Da ist eine Schnellreisetafel, gut, die muss ich irgendwann mal auch noch mitnehmen, zumindest ein paar davon wären nicht schlecht. Dass ich nicht immer 8000 Credits ausgeben muss für eine Schnellreise. Das wird mir nämlich langsam sonst ein bisschen teuer. So.
Jawohl, wir sind jetzt auch gleich am Zielort angekommen. Der macht halt tatsächlich auch Spaß, auf der Straße zu fahren. Also ich glaube, hieraus kannst du echt einen guten Rennwagen bauen, so doof wie es klingt. Werden wir irgendwann mal vielleicht ausprobieren. So, ich denke mal, aber es wird soweit geskriptet sein, gleich, dass wir einen Sandsturm haben werden, ohne dass wir aktiv danach suchen müssen. Nee, Anna, du hast das nicht verstanden. Das hier ist ein Buggy. Der kann das hier. Der hat das schon mal mitgemacht hier durch die Wüste. Vertrau mir. Manch einer würde behaupten, der wurde für diese Bedingungen hier gebaut. Oh oh. Ja, dafür wurde er nicht gebaut. Ja, Speed. So. Erkunde die Dunas Blancas gemeinsam mit Juan alias der Techniker. Kriegen wir hin. Sandsturm okay. Oder nicht? Gerade nicht. Wenn wir aus dem Inneren eines Sandsturms wollen, müssen wir erst einen finden. Fahren wir die Region ab. Willst du fahren? Oder soll ich? Wissenschaft übernimmst du. Ich fahre. Warum lernen die Leute nicht, dass wir in einem Sandsturm vielleicht ein Auto mit Fenstern bräuchten? Hilfreich, falls wir mit schlechter Sicht zu kämpfen haben. Ich sammle unterwegs Vermessungsdaten. Ja, mach das. So, jetzt ist die Frage, dann werden wir ja jetzt potenziell sehen, wie sich ein Sandsturm bildet, oder? Fahr weiter und gib Gas. Ja, ich arbeite da. Okay, die Route geht wo ganz anders lang. Ja, wir fahren einfach mal. Ja, wir scheißen mal auf die Route, würde ich sagen. Die ist sowieso irgendwie ein bisschen strange. Da fahren wir einfach mal gerade durch. Zumindest so gerade, wie es geht. Bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn sich ein Sandsturm bildet. Das könnte sehr interessant werden. Oder interessant. Weil Wüste, Sand und so. Ich weiß, der war gut, danke. Ihr müsst nicht alle gleichzeitig applaudieren. Da reicht einer nach dem anderen. So, sind jetzt aber gleich auch am Zielort, nehme ich an. Also viel mehr als geradeaus kann es ja fast nicht sein. Ja, 800 Meter. Aber einen Sandsturm haben wir nur so halb gefunden, sagen wir, wie ist. Also. Wenn du Gas gibst, gibst du wirklich richtig Gas. Ja, das passiert schon mal durchaus. Das reicht erstmal für einen Tag. Zeit, die Daten zurück zur Universität zu bringen. Sehr gut. Jetzt kannst du dich orientieren, wenn wir diesen großen Sandsturm finden. Ich behalte die Vorhersage im Auge. Ah, okay. Ich drück die Daumen. Also wir warten jetzt erstmal, bis ein Sandsturm da ist. Und danach erst werden wir uns da reinbegeben. Gut, das ergibt auch irgendwo Sinn, wenn wir mal kurz drüber nachdenken. Ist das das einzig Logische? Hola, mi amiga. Hey! Ich arbeite immer noch an dieser Wüstenwettersache für die Universität. Kannst du dich mit mir treffen? Ich bin gleich da. Ja, kriegen wir hin. Bin ich ja gespannt, was wir da dann im finalen Kapitel fahren. Bisher war es ja so, dass wir im letzten Kapitel immer ein besondereres Fahrzeug gefahren sind. Ich hoffe mal, es handelt sich dieses Mal um ein Fahrzeug, welches tatsächlich eine Windschutzscheibe und Fenster hat. Das wäre eine feine Abwechslung für einen Sandsturm, finde ich. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. So.
scharf rechts abbiegen. Ja, machen wir. Bereit für die Baja. Erprobe die Dunas Blancas, indem du dein Können zeigst. Okay. Noch kein Sturm am Horizont, Luciento. Wenn wir eh warten, wie wäre es, wenn du mit deinem Desert Flyer über ein paar Sanddünen bretterst? Warum nicht? Meinem Desert Flyer? Ich habe keine Desert Flyer. Also ich nehme ihn gerne, aber ich habe gerade keinen. Okay, dann demonstrieren wir mal ein wenig Physik, was? Ach ja, ich habe für dich ein wenig wissenschaftliche Ausrüstung aufgestellt. Super, mehr Sachen zum Zerstören. Wenn es sein muss, die Daten können wir sicher brauchen. Ja, ja. Sehr gut, eine effektive Demonstration des dritten Newtonschen Gesetzes. Richtig. Der Verlust von Bodenhaftung führt zu dem Phänomen namens Übersteuern. Das ist eindeutig Wahnsinn. Eine Lektion über die Form einer Parabel. Ja, die Zahlen sehen gut aus. Zeig mir mehr. Na los! Ja, ich arbeite dran, aber so viel Leistung hat er nicht. Ja, 300 PS nicht mal. Also, nächstes Mal gibst du mir da ein bisschen mehr Leistung, bitte, ne? Das kann man ja schon mal erwarten, finde ich. Ja, ne? Könnte ich mir auch in der Realität gut vorstellen, mit so einem Porsche durch die Wüste zu ballern und dabei alles kaputt zu machen, was kaputt machbar ist. ...120.000 brauchen wir für 3 Sterne. Sollte wohl machbar sein, wenn wir jetzt hier den Multiplikator nicht wegwerfen. Weil wir eh schon fast 100.000 haben. Aber wie gesagt, der hat halt nicht so viel Leistung hier. Den müssen wir schon gut zwingen, um dahin zu kommen, wo wir ihn haben wollen. Telemetrie kommt nicht mit. Okay. Ja, Pech. Alles gut. Sei loco. Ja, sind wir. So, okay. Das heißt, wir haben es jetzt. Okay, ich werde mal safen, einfach nur damit wir das Ganze nicht gleich wegschmeißen. Das ist ein ausgezeichnetes Training für exakt 140.000. Genial. Wenn der Sandsturm aufzieht. Wenn der Sandsturm aufzieht. Ich habe die Satellitenbilder gesehen. Vertrau mir. Ja, ja, ich vertraue dir auf jeden Fall. Das Ding ist nur, wie soll ich jemanden vertrauen, der mich in jedes Scheißgebiet reinheizt, oder nicht in jedes Scheißgebiet, in jede Wetterlage reinheizt, mit einem Fahrzeug ohne Fenster und Windschutzscheibe. Wenn du dieses Basic-Verständnis nicht hast, kann ich dir nicht vertrauen. Oh, speeden. Aber auch das hier sollten wir. Also ja, wir haben sie eh schon abgeschlossen. Von daher alles gut. Aber wie gesagt, ist definitiv tricky, dadurch, dass wir nicht so viel Power haben. Aber immerhin möglich. Gut möglich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, du kannst hier schon so 300.000, 400.000 Punkte holen. Wenn du es drauf anlegst. Hervorragend! Ich bringe die Daten zur Universität. Und das Video zu meinen Freunden bei Horizon. Gut gemacht. Ich warte auf den Anruf. Laut dem Wetterdienst wird das was richtig Großes. Ich bin dabei. Oh, klasse. Okay. Ich ruf an. Na, dann bin ich mal gespannt. Ein großer Sandsturm soll aufziehen. Mal schauen, ob dem wirklich so ist. Trockene Bedingungen in der Baja-Region. Zunehmender Wind. Das ist es. Das ist es. Komm her. Ja, komme, unterwegs. Ich komme. Kriegen wir hin. Bin auf dem Weg. Auch wenn das hier noch nicht so nach Sandsturm aussieht. Aber wie gesagt, wir werden. Er wird jetzt sowieso gleich stehen. Ändere Jahreszeit. Und dann wissen wir eh, was abgeht. Na, ja, vielleicht nicht unbedingt das, aber ich könnte mir schon gut vorstellen,
dass sie halt den Sandsturm nachträglich einfügen. Weil ich glaube, man kann ja sogar, wenn man jetzt selbst ein Event erstellt, kann man, glaube ich, tatsächlich den Sandsturm einstellen. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist gerade leichtes Halbwissen. Warum sollte ich links abbiegen, Anna? Nein. In den Dunas Blancas erwartet dich eine Überraschung. Ja, was das wohl sein wird? Keine Ahnung. Ja, da steht es, Jahreszeit wechselt. Juan, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ah. Nicht schnell genug. Steig ein. Los, los, los. Ja, das ist ein Sandsturm. Wir stoßen dort drüben zusammen. Finden wir bis zu 110 Stundenkilometern. Kannst du nicht schneller fahren? Was tun wir, wenn wir dort ankommen? Du weißt schon. Wissenschaft. Fahren wir einfach hin. Oh, ja, okay. Wir müssen uns ja nicht an die Straße halten. So schnell zu beides. Fahren, ohne was zu sehen? Du machst die Superstars stolz. Ja, ich mach die Superstars so stolz, dass ich gerade fast mit 200 Sachen von Teil einem Feld zerschellt wäre. Richtig stolz mache ich die. Wahnsinn. Was? Glaubst du, wir müssen noch mehr Staub aufwirbeln? Okay, falls unsere Daten korrekt sind, musst du von der Straße runter. Ja, machen wir. Das ist halt schon eine geile Atmosphäre hier, der Sandsturm. Ist im Prinzip so, wie Mexiko in US-amerikanischen Filmen dargestellt wird. Aber ne, sieht wirklich, wirklich cool aus. Du hattest recht mit der schlechten Sicht. Unglaublich! Ich kann rein gar nichts sehen! Boah, das macht das Fahren ziemlich schwer, was? Ach was. Wie kommst du nur auf den Trichter, dass es schwierig ist, wenn man nichts sieht beim Fahren? Brutal. Wahrlich ein Wissenschaftler. Ich geh links ab. Kriegen wir hin? Schaff mal die drei Sterne. Ja, doch. Wenn auch sehr knapp. Noch näher als wir beide gerade kommt man einem Sandsturm nicht. Großartig gemacht. Mit unseren Daten kann die Universität die Wettermuster zuverlässiger verfolgen. Dann können die Fahrer Sandstürme zukünftig meiden. Wieso sollte man sie vermeiden? Die sind der Wahnsinn. Wollte gerade sagen. Warum sollte man das tun? Also das ist ja Quatsch. Ich will Sandstürme haben. Viele. Alle. Und noch ein Level up. 2 Wheelspins dürfen wir damit haben. Jawohl. Ja, gut, 125.000. Nehmen wir gerne an. Da ist sehr viel Gold. Come on, da muss er jetzt was rausspringen für mich. Yes! Wir hätten ihn bei den Belohnungen bekommen sollen, bei den Loyalty-Belohnungen. Wir haben ihn nicht bekommen. Wir hätten ihn zweimal in Wiesbaden fast bekommen. Jetzt haben wir ihn. Perfekt. Perfekt. So, ich nehme mal an, wir haben auch wieder was freigeschalten an Auszeichnungsbelohnungen. Wir warten mal, bis das Ding alles durchgelaufen ist. Ja, da kriegst du halt, also durch Horizon Story kriegst du halt richtig Anerkennung. Das auf jeden Fall, oh ja. Naja, 4 großartige Fähigkeitsketten haben wir nicht. Und ein V60 Polster. Geil, danke. Genau das wollte ich. So habe ich mir schon immer gewünscht. Mensch. Ich würde sagen, wir machen ein paar PR-Stunts mit dem Buggy. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Gucken wir mal. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall besser als Rennen. Nur eine Vermutung. Dafür müssen wir aber mal eine Sache kurz machen. Und zwar müssen wir das Getriebe kurz stellen. Damit wir es auch ein bisschen nutzen können und nicht mit dem Dreiganggetriebe durch die Gegend fahren.
Aber ich glaube, gerade so eine Driftzone könnte man mit dem hier schon auf 3 Sterne schaffen. Halte ich für möglich. Man könnte auf den Vulkan hochfahren, aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal sein. So, aber dann haben wir wenigstens mal ein bisschen noch was geschafft hier in der Folge. Und ich meine, wir haben ja nicht ansatzweise alle PR-Stunts bisher gemacht. Also wir haben, glaube ich, noch nie wirklich aktiv uns hingesetzt und PR-Stunts gemacht. Außer, dass ich eben doch einmal, als wir die Driftzone gemacht haben für die Ruhmeshalle vor ein paar Folgen. Uff, okay, vielleicht haben wir doch ein bisschen wenig Leistung. Ja, ich glaube, 80.000 Punkte werden schwierig, tendenziell. Und ich glaube, auch sowas wie Blitzerzonen können wir in der B-Klasse vergessen. Ja, 50.000 wenigstens. 2 Sterne sollten es sein, oder? Ja. Immerhin das haben wir geschafft. Aber was könnte man hinkriegen mit ihm? Relativ wenig. Also ich sag's, wie es ist, da geht nicht viel. Ja, dann fahren wir halt vielleicht wirklich einen Schotterrennen. Es ist halt wahnsinnig schade nach wie vor, dass wir hier wirklich in diesem Wüstengebiet nur 2 Schotterrennen haben. Aber ich glaube, wir fahren einfach das hier oben, oder? Oder aber vielleicht noch irgendwas in der Nähe, wo wir nicht den Vulkan hochfahren müssten. Ich glaube nicht. Na gut. Aber dann fahren wir natürlich den einzig vernünftigen Weg hoch. Wir haben die Offroad-Geländereifen, meine Damen und Herren. Wir werden sie nutzen. Ich weiß nicht, ob es gut gehen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht gut gehen wird. Wir können hier noch reingucken. Genau, 4000 EP. Und noch ein paar Vorsaturn-Punkte nehmen wir auch gerne mit. Für insgesamt 6 Fähigkeiten-Punkte. Alles klar. Und drauf da. Wie gesagt, wir haben Offroad-Rennreifen. Das heißt, das kann nur funktionieren. Auch wenn wir Eckantrieb haben, das ist mir egal. Das klappt jetzt. Das Tragische ist, es klappt halt wirklich. Aber wie easy der hier hochfährt. Ja, moin! Das sind locker 45 Grad, die wir da gerade gefahren sind. Und der fährt da halt hoch. Ja, klar. Ja, okay, die Offroad-Rennreifen sind krass. Die haben ordentlich was drauf. Sagen wir, wie es ist. Die Straße hier ist aber auch definitiv inspiriert von der Klippenstraße auf Fortune Island. Finde ich aber gut. Das war eine wahnsinnig schöne Straße. Eine meiner Lieblingsstraßen von Fortune Island. Oder einer meiner Lieblingsschotterwege. Wenn man es ganz klein nicht sehen möchte. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, haben wir fast. Montana Fahrt. Okay. Das Bremsen bergab auf losem Untergrund erfordert Übung, aber wenn du unten ankommst, wirst du ein Meister des Scandinavian Flicks sein. Diese brutalen Serpentinen ziehen immer ein großes Publikum an. Okay, das ist jetzt genau so ein Schotterrennen, was ich haben wollte. Aber exakt das Schotterrennen, was ich haben wollte. Hatte ich ja angesprochen bei Juggernaut, als wir den gefahren sind, dass ich die Serpentinstraße runter gerne in Rennen haben würde. Und genau das haben wir jetzt und das finde ich super. So, wir fahren halt Buggies. Wie wir wissen, Buggies kann ich eigentlich nicht so. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Es sind aber echt auch nur 2 verschiedene Buggies hier. Auch interessant.
Und die Strecke ist auch noch ein bisschen nass hier. Vielleicht hätten wir das Getriebe ein bisschen länger stellen sollen, wenn wir hier ein Rennen bergab fahren. Weil ich meine, wenn wir jetzt so unsere Leistung ausspielen, dann werden wir halt nur 200 schaffen. Aber wenn es bergab geht, könnten wir in das ein oder andere Mal in den Begrenzer rennen. Ich würde es aber sagen, auf den ersten Blick ist die KI... Wir fahren da mal dran vorbei, falls das nochmal passieren sollte. Ich wollte sagen, auf den ersten Blick ist die KI nicht mehr so dramatisch OP auf den Offroad-Buggies, weil das fand ich in Horizon 4 halt echt schlimm, dass du in der Klasse keine Rennen fahren konntest. Zumindest nicht auf unschlagbar. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil die KI einfach viel zu stark war. Und das scheint jetzt hier nicht mehr der Fall zu sein. Also klar, wir werden gerade schon ganz gut abgezogen von den ersten vier. Aber das liegt auch eher daran, dass ich nicht gut fahre. Und die KI auf unschlagbar allgemein noch ein bisschen stark ist für mich. Aber da kommen wir noch rein. Bin ich mir absolut sicher. Die Steine bremsen halt übel aus. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, der fünfte ist das Maximum für uns hier. Die anderen sind einfach schon viel zu weit vorne. Auch wenn das ein etwas längeres Rennen ist, sind wir gerade doch relativ chancenlos. Vielleicht habe ich meine Aussage zu früh getroffen. Könnte sein, aber auf den ersten Meter konnte ich halt gut mithalten. Deswegen bin ich gerade auch verwirrt, warum die jetzt auf einmal so wahnsinnig stark wegziehen. Ja, okay, ich war gerade, habe mich zurückgesetzt, wo ich noch in der Rechtslenkung war. Dann hilft halt logischerweise nichts. Ich meine, die sind halt jetzt schon gut ein paar Sekunden vor mir. Ah, da hing einer rechts an der Wand. Before at the moment. Und die machen gut Druck hinter mir. Aber solange sie hinter mir sind, können sie Druck machen. Das ist mir wurscht. Nein. Hier bleiben, Lukas. Hier bleiben. Sehr schön, danke. Das Ding ist halt, mehr als Vollgas geben kann ich nicht. Deswegen frage ich mich, wo diese Zeit rausgeholt wird von den anderen. Ja, vielleicht haben die auch einfach wieder mal mehr Power als ich. Das könnte natürlich gut sein. Ah, Lichter sind gerade angegangen. Nein, Lukas. Wie? Hau ab jetzt. Der vierte gehört mir. Ja, sehr gut. Danke. Eieiei. Ja, das war eine Geburt. Fünf Sekunden, fünfeinhalb Sekunden sogar. Ja, schwierig. Glaube, die hätte ich nicht rausgeholt. Aber hey, wie gesagt, P4 ist fein. Haben auf jeden Fall wieder mal einen neuen Wheelspin, Stufe 86. Und da ist ein CLK Forza Edition, glaube ich. Na, dran vorbei, schade. Dafür ein Emote. Cool, danke. Das wollte ich haben, schon immer. Ich habe mich mein Leben lang danach gesehnt. Und bin froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Na gut. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dieser Ausgabe. Nächstes Mal werden wir uns den Titan anschauen. Denke ich einfach mal, dass wir das machen werden. Und danach potenziell Goliath direkt. Schauen wir mal, wie wir das angehen werden.
Das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!